das ist das Bergmassiv, über das wir über den Sveti Rok und den Mali Alan Pass, der geschottert ist, mit dem Wohnwagen drüber fahren. Wie ihr seht, ist die Autobahn, die vor Jahren neu gebaut wurde, und die Schnellstraße schlängelt sich etwas nach oben und geht dann dort hinten durch das Felsmassiv, durch den Tunnel durch. Wir fahren aber oben drüber. Tunnel ist langweilig. Für die, die es nicht wissen, der Mali Alan Pass oder Sveti Rok, wie er von vielen genannt wird, Sveti Rok ist der Berg, der dazugehört, war im Bosnienkrieg vor ca. 20 Jahren sehr hart umkämpft, komplett vermint, und bis zum Jahr 2021 waren dort überall noch links und rechts Minen verlegt, sogar ein Meter neben der Straße hatten wir die Minenmarkierung noch 2021 gesehen, und da wurden dann noch die letzten Minen geräumt. Seitdem sind auch die Seitenbereiche dieses Passes angeblich minenfrei. So, wir biegen jetzt hier links ab auf die alte Passstraße zum Sveti Rok. Lasst euch überraschen. Es ist ein landschaftlich sehr schönes Gebiet. Interessant ist hier dabei, vor einigen Jahren war hier die gesamte Region, das ganze Gebiet, über mehrere Kilometer, wie ihr es hier seht, komplett abgebrannt durch einen riesigen Flächenbrand. Und es ist schön zu sehen, wie die Natur sich wieder alles zurückholt. Es ist jetzt, wenn ich das so sehe, einige Jahre danach, grüner als je zuvor. Ja, hier müssen wir rüber. Bin den Pass mittlerweile schon 8-mal gefahren. 3-mal allerdings nicht vollendet, weil es im Winter war und dort oben der Schnee ordentlich lag und in einem Fall, genau, leicht rechts. Kehrtwendung machen wir keine. 2021 war das, an Ostern hatte ich circa einen Meter zehn Schnee und musste dann mitten in der Hälfte abbrechen. Aber wie ihr seht, es ist hier alles grün. Also nach dem Brand hat alles wieder super nachgewachsen. Ja, dieses Haus war vor 2 Jahren noch komplett vermint, mit Warnschildern belegt. Jetzt ist alles geräumt. Und hier vorne links auf dem Platz, wo man vielleicht gerne mal zum Pinkeln hingeht, wurden ebenfalls vor 2 Jahren noch Minen gefunden. Da, wo die Büsche anfangen, genau da waren die Sperrbänder vor 2 Jahren noch. Vielleicht blende ich es im alten Foto noch mal ein. Jetzt ist alles weg, alles geräumt, alles wunderbar. Ja, der Straßenbelag wird langsam etwas schlechter. Gleich geht auch die Straße in Schotter über. Und wir sehen hier vorne, wie die Autobahn sich jetzt den Berg hochschlängelt und dann in den Tunnel reingeht. Die ist gebaut für die Weißware und die Joghurtbecher, denen ich definitiv nicht raten würde, den Mali Alan Pass hier hochzufahren. So, Asphalt auf Wiedersehen. Ab jetzt ist der Mali Alan Pass noch eine Schotterstrecke, die aber hier im unteren Bereich und auf dieser Seite noch sehr, sehr gut befahrbar ist. Also quasi wie eine Autobahn. Autobahn, da kommt der erste.
landschaftlich eine traumhafte Strecke. Wunderschön zu fahren bisher, wie eine Autobahn. Und da unten schlängelt sich die Autobahn mit der Beißware durch den Tunnel. So wie sie das gehört. Wir fahren jetzt weiter. Natürlich hat es hier auch im Bosnienkrieg einige erwischt. Die Dampfwalze kommt uns entgegen. Auch nicht schlecht. Die macht den Weg schön frei. Dann gucken wir, dass wir hier mal auf die Seite fahren, damit der Onkel mit der Dampfwalze da gut durchkommt. Also ich habe gehört, es gibt auch Leute, die fahren den Sveti Rok nicht mit dem Wohnwagen, sondern mit der Dampfwalze. Das ist natürlich auch eine Alternative. Aber wenn ich mir da so angucke, wie der da runtergehoppelt kommt, irgendwie nicht so sehr komfortabel, oder? Hat uns jetzt den Pass hier wie eine Autobahn präpariert. Hätte ich auch einen Eribor fahren können. Ich glaube, an der Kirche hier renovieren sie mittlerweile schon 10 Jahre. Da stand vor Jahren, als ich noch mit dem Jeep hier hochgefahren bin, das Gerüst schon. Das wird wahrscheinlich auch bald weggerostet sein. Und der Mali Alan ist natürlich auch beliebt bei Motorradfahrern, bei Crossfahrern. Das ist natürlich eine wunderschöne Strecke. Relativ einfach zu fahren. Aber landschaftlich traumhaft. Was kommt denn da? Ja, für die Älteren unter uns, ich meine diejenigen, die noch ohne Vorbehalte und rassistische Vorwürfe Winnetou gucken durften, denen dürfte die Landschaft hier etwas bekannt vorkommen. Denn hier oben am Sveti Rok ist Winnetou Schatz im Silbersee, Pueblo, gedreht worden. Weiter unten ist der Fluss Zumanya, wo auch Winnetou, Pueblo gedreht wurde, und hier oben sind also viele Folgen, soweit ich weiß, damals mit PRPs gedreht worden. Ja, ihr seht, er schlängelt sich den Berg hoch. Dann fahren wir mal weiter.
Und wie ihr seht, überall die Grabsteine. Der ganze Pass ist gepflastert von Kreuzen und Grabsteinen, weil er war einer der meist umkämpften Gebirgspässe im damaligen Bosnienkrieg. So, wir haben die Passhöhe erreicht. Wir sind jetzt oben und jetzt geht es auf der Nordostseite, auf der anderen Seite runter durch bewaldetes Gebiet bis zur Ortschaft Sveti Rok, wo wir dann auch wieder auf Asphalt kommen. Jetzt geht es ab durch den grünen Wald und wir sehen, die Vegetation hat sich innerhalb von wenigen Metern geändert. Hier ist alles schon schön grün. Und auch hier easy zu fahren, keine extremen Gefälle, breit wie eine Autobahn, blattgewalzt. Also kann auch jeder mit dem Mereba. Der Wald gibt ein bisschen Sicht auf die Umgebung frei. So wie es aussieht, hat es auch hier vor einiger Zeit einen Brand gegeben. Wunderschön zu sehen, wie die Wälder langsam aufblühen. Es ist jetzt Anfang Mai. Also der Wegezustand hat sich hier unten auf der anderen Seite in der unteren Hälfte erheblich verschlechtert. Hier ist es extrem ausgewaschen. Ich glaube, hier hat es aber auch in den letzten Wochen und Monaten geschüttet ohne Ende. Da sieht man, es ist wirklich der blanke Fels, der blanke Stein, alles ausgewaschen. Spuren, Querrinnen. Also ob ich jetzt hier etwas länger mit einem Mereba runterfahren wollte, weiß ich nicht. Also zumindest mal die Küche wird dann anschließend nochmal einen Akkuschrauber brauchen. Das Interessante an Kroatien in den Sommermonaten oder eigentlich auch im gesamten Balkan ist, dass man eigentlich ein Buch zum Lesen mitnehmen kann beim Fahren. Denn Aussicht genießen und sich die Landschaft ansehen ist nur an einigen exponierten Stellen möglich. Den Rest fährt man einfach durch den Busch und schaut sich von innen die Bäume an. Wer das mag, ist ja super. Aus dem Grunde fahre ich eigentlich lieber im Winter, weil da gibt es keine Blätter. Da kann ich wenigstens ein bisschen was sehen. Aber das Grün beruhigt ja. Und wie ihr seht, der Asphalt hat uns wieder. Wir sind gleich in Sveti Rok, der Ortschaft, die danach benannt wurde. Und dann sind wir unten. Und dann haben wir den Sveti Rok auch mit dem Wohnwagen mal gefahren. Satte Wiesen. Grüne Wälder und oben am Berg noch die letzten Schneereste. So, und jetzt gehe ich in der Quelle Wasser fassen. Und für einen Kaffee gibt es ja nichts Besseres als schönes, frisches Quellwasser. Das haben wir jetzt neu eingeladen. Schaut euch diese saftigen Wiesen an. Schon alles irre. Und da oben liegt der Schnee. Ja, hat er gut gemacht. Hier kommt die weiche Federung wieder gut zum Tragen, den Ave über den Schotter drüber fliegen lässt, als ob nichts wäre.